Quevedo. Verkaufen jetzt erstmal ein paar Sachen. Den geben wir unserem Waldläuferkollegen. Was haben wir hier? Schlechte. Schlechte. Aber der hat überhaupt keine Bonis. Und der gibt mir 20 Kraft. Also nehme ich einfach. Nein! Nein! Ah, fuck! Idiot. Ich Vollidiot. Ich dummer Spacko. Kaufen. Einen neuen Helm. Schlechter wie meiner. Und teurer wie meiner. Gut, gibt's noch meinen? Schulter. Ja, da gibt's die Schulterfabrik. Die ist zwar schlechter wie meine. Die ist ein bisschen besser, die hat mehr Rüstung. Aber das war's auch schon, die Rüstung. Aber da 20 Kraft. Ich nehme die einfach wieder. Was haben wir hier? Nix. Das sind Handschuhe für Waldläufer bloß. Und irgendwelche geilen Waffen drin. Zweihändiger Hammer. Kaufe ich gleich. Mein einhändiges Schwert und ein Schild. Sehr gut. Eine neue Hose reduziert ab und zu 300. Nehmen wir. Und die Schuhe kann ich mir nicht leisten. Gut, dann gehen wir auf Verkaufen. Dann tun wir die hier verkaufen. Ist die besser? Nein, verkaufen. Den können wir jetzt ja auch verkaufen, weil wir haben ja schon wieder einen besseren. So. Den Ring mit 2 Geschicklichkeit können wir unserem Elfen geben. Die neue Hose ziehen wir gleich an. Und die Schuhe des Wanderers behalten wir erstmal an. So, jetzt gucken wir mal, was hier noch zu kaufen gibt. Kaufen wir alles. Kaufen wir alles. So, muss man immer kaufen. So. Den geben wir Eradan. Dann die Schulter ziehen wir uns an. Die behalten wir. Da haben wir noch nichts gefunden. So, den neuen Kolben. Den da geben wir Eradan. So. Die Hose ziehen wir an. Und dann sind wir auch schon frisch gewappnet. So, dann gucken wir mal hier. Heilmittel, Münzen, all dieses Pipapo. Und da geht's weiter. Und haben wir einen neuen Hammer gefunden. Und natürlich ein Ding der Stärke. Und das werden wir gleich benutzen. Da haben wir noch was mit Rüstung. Hauen wir natürlich da rein. So, die Dinger sind schon wieder sehr missbraucht, sagen wir es mal so. Dass wir die ganzen Dinge auch gleich mal reparieren gehen. So. Ja. Wir müssen immer mal wieder hin und her reisen, weil Repairing ist doch ein bisschen wichtig in diesem Spiel. Ich habe keine Bock, dass dann wieder alles kaputt ist. Nach ein paar Sekunden. So, fertig geladen. Dann geht's jetzt zum Reparieren. Der Hammer sieht jetzt nicht so stylisch aus wie unser anderer. Aber der hat auch auf jeden Fall irgendwas, was ich jetzt nicht schlecht finde. So, sprecht mit Hador. Muss deine Ausrüstung repariert werden? Jo, die muss repariert werden. Gegenstand reparieren. Och nö, jetzt habe ich nicht genug Kohle. Muss ich mal hier was verkaufen? Brauchst du noch Vorräte? Zeig mir, was du hast. Verkaufen. Verticken wir mal hier ein bisschen was. Ah, das sind ja alles so Sachen, die uns Geld bringen. Ich spinne gerade ein bisschen der Ton, ne? Ich glaube, das dürfte dann auch reichen, um alles zu reparieren. Geschicklichkeit. Das könnten wir dem anderen hier geben. Pam. Pam geben. Ach ja, das können wir niemandem geben. Dann behalten wir das. Sprechen mit Harbour.
musst deine Ausrüstung. Nee, die Ausrüstung doch nicht. Reparieren, reparieren. Die Kacke ist ganz schön teuer. Die Dinger muss man zum Glück nicht reparieren. So. Alles repariert. So wie es passiert. Und dann können wir jetzt hier weiterlaufen. Und kommen wieder direkt in die Höhle. Ja. Hügelgräberhöhlen. Hinreisen. So. Ja, da ist dann auch gleich mal ein Respawn. Coole Sache. Wir haben ein paar coole Sachen gleich gefunden. Ich meine, die können wir auch im E-Radar eingeben. Wobei das besser ist. Jetzt haben wir den gleichen Hammer. Lololol. Eine neue Hose, die schlechter ist. Habe ich nicht noch irgendwas vom Bündnis? Nein, ich habe nichts mehr vom Bündnis. Geben wir die hier. Die brauchen natürlich auch was. So, dann haben wir hier noch Haufen Müll. 30 Schaden. Können wir, glaube ich, nur auf Waffen anwenden. Ist ja logisch. Zack. Ich habe gerade gedacht, ich hätte da was gesehen. Aber dann habe ich mich da doch ein bisschen getäuscht. So, da liegen die ersten schon. Gegen diese Krankheit bestehen. Was nützen Schwerter im Angesicht dieser Seuche? Was? Was im Namen? Eradan? Ja, ich bin es, mein Freund. Ich habe geträumt. Ja. Was war das mit einer Seuche? Ich weiß nicht. Es war, als wäre ich jemand anders gewesen. Ich erinnere mich an eine Seuche und Verzweiflung. Die große Seuche. Vor etwa 300 Jahren vernichtete sie die Dunedain in dieser Gegend. Und teilt es die Träume derer, für die dieses Grab gebaut wurde. Naja, überlassen wir diese Träume den Toten. Ich kann darauf verzichten. Du erwähnst eine Seuche. Was ist passiert? Wie seid ihr in dieses düstere Loch hineingeraten? Ich weiß noch, dass wir schnell durch die Höhlen vorankamen. Begierig darauf, zu unseren Freunden zurückzukehren. Aber ein Nebel kam auf. Es wurde schwer, den Weg zu finden. Dann hörten wir Stimmen, die uns von weit her riefen, oder von weit oben. Und dann waren die Toten überall um uns herum. Wir kämpften, doch dann spürte ich die Nähe von etwas anderem, etwas Stärkerem, Böserem. Ich sah einen Schatten, der Killeran ergriff und dann auf mich zukam. Das ist alles, an das ich mich erinnere. Aber wenn ich lebendig in dieses Grab gebracht wurde, dann vielleicht auch Killeran. Wir müssen ihn finden. Gut, das ist unser Plan. Was ist unser Plan? Bist du stark genug, dich uns anzuschließen? Ja, ich glaube, ich kann mit euch mithalten. Dies ist kein Ort zum Reden. Gehen wir. Das würde ich auch sagen. So, jetzt müssen wir noch Killeran finden. Ich weiß nicht, kann man da runterjumpen? Nein.
anscheinend hier weg. Wir haben neue Handschuhe gefunden, aber sind nicht so gut. Jetzt ganz schön viel Mist. Da kommen wieder die ganzen Untoten auf uns zu. Ich mache mich jetzt aber an der Kiste zu schaffen. Halt, stopp! Da gab es eine dicke Keule. Ah, oh, schade. Pam! Den noch hier eine und dem. Bleib liegen, ne? Immer mitten in die nicht vorhandene Fresse rein. Okay. Ja gut, er hat ihn auch endlich gefinisht. Und der andere hier. Ich sollte mal mehr meine Fähigkeiten benutzen. So, das geht doch richtig ab jetzt. Na, du Penner. Bam. Keine Chance gehabt haben die. So, weiter geht's. Ich dachte gerade, da wäre ein Hebel. Nix drin, nur Skelette. Das erinnert mich jetzt an den Film. Shit. Holy shit. Sieht ja böse aus. Er ist ein Freund, das kann ich nicht. Falkläufer, hört mir zu. Der Grabunheil kontrolliert ihn. Verteidigt euch. Ihr müsst ihn niederstrecken. Da ist schon ein halber Mauer. Aber die Leute hier trauen mich nicht. Der Mann, den ihr kanntet, ist tot. Geiler Klitschi, da. Verteidigt euch. Geklitscht, klitsch, klitsch. Let's go. Ich guck mal, was hier drin ist in der Zeit. Oh, jetzt kommt er. Das muss doch gesessen haben. Das war eine Welle. So, jetzt schickt er wieder hier die zweite Phase durch. Ah ja, daran liegt das Problem. Das war Bone Age. Und wieder tot. Ich war darauf, dass der jetzt kommt.
Okay, der ist wieder besiegt sozusagen. Jetzt müssen wir uns wieder hier verstecken, weil jetzt kommen wieder die Wellen. Oh, jetzt geht's aber rund hier. Einfach mal. Zack, ich mach die fertig jetzt. Jetzt kommt er nochmal. Dritte Phase. Geht in diesem Lichtschein in Deckung. Oh, das war ein Flächenau, ey. Jetzt, Hitler. Erstmal die Sachen einsammeln. Es tut mir leid, was deinem Gefährten passiert ist, Louis. Wirst du wieder zu Kräften kommen? Erst schwarze Reiter, jetzt Grabunholde. Das ist mehr, als ein Mensch gegen sich haben sollte. Wo Leben ist, da ist auch Hoffnung. Habt Dank für eure Anteilnahme, aber ich komme zurecht. Ich schulde es den Gefallenen, mit all meiner Kraft weiterzumachen. Du verdienst eine Belohnung? Jo. Ja, viele Dinge von hohem Wert in diesem Kampf. Du verdienst einen Anteil. Danke, aber das würde mich nur an dies hier erinnern. Behaltet, was ihr erbeutet habt. Du hast viel durchgemacht. Vielleicht solltest du mit uns nach Portal oder wir bringen dich nach Bremen. Es ist nicht weit. Nein, meine Kraft kommt schon wieder zurück. Bald bin ich wieder der Alte. Dann trage ich Kilaran fort von diesen verfluchten Gräbern. Er sollte mit seinen Brüdern, die an der Sarnfurt gefallen sind, beerdigt werden. Das wäre angemessen, ja, das denke ich auch. Das ist eine edle Aufgabe. Ich hoffe, er wird in Frieden. Leben. So, Leute. Dann hätten wir das jetzt auch wieder geschafft. Wieder was befreit sozusagen. Haben wir ein Schild gefunden. Was haben wir noch gefunden? Eine schlechtere Axt. Ja, sonst noch eine Hose. Aber da finde ich unsere jetzt mit 2 Geschicklichkeit. Da sind wir mal nicht so mit der Geschicklichkeit hier. Das brauchen wir ja nicht. Geben wir das Ganze mal Iridan. Ja, und die Hose, tödlicher Jäger, geben wir der Andriel. Wir müssen ja immer mal ein bisschen so gucken, was können wir denn vergeben, was können wir verschenken sozusagen. Und, ja. Wir haben es hier abgeschafft. Abgeschafft, was laber ich? Wir haben es jetzt hier geschafft, fertig gemacht. Und wir sehen uns dann im nächsten Part. Ciao, Leute.